Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Wir machen heute etwas, auf das ich mich sehr freue. Und zwar machen wir heute ein Leichtgewicht oder Lightweight Battle Royale. Und da lassen wir alle Fleischfresser, die unter 500 Kilo wiegen, gegeneinander antreten. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil in unserem Jurassic Battle können die ja leider nicht teilnehmen, weil die einfach nicht gegen jeden kämpfen und sowas. Und deswegen dachte ich mir, lasse ich die ganzen Leichtgewichter einfach mal jetzt in einem extra Video gegeneinander antreten und ihr seht ja schon die ersten drei, das ist der Deinonychus einmal, der Dilophosaurus und der Herrerasaurus und in der anderen Ausbrütstation haben wir den Proceratosaurus, den Troodon und den Velociraptor. Also diese sechs werden heute gegeneinander antreten. Die wiegen alle unter 500 Kilo. Die einzigen Kandidaten, die hier vielleicht noch mit in diese Kategorie gezählt hätten, das wären vielleicht der Spinoraptor oder der Indoraptor. Aber ich denke mal, die werden etwas schwerer sein, weil die sind ein bisschen größer. Und das sind Hybriden. Deswegen lassen wir die heute hier nicht teilnehmen, weil die würden mit Sicherheit hier dieses Format gewinnen. Und ich glaube, so ist das alles ein bisschen spannender. Und wer hier diese sechs Dinosaurier übernimmt, das habe ich über das letzte Jurassic Battle Video ermittelt. Ich habe euch da gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, Hashtag BR. Und mit etwas Glück seid ihr bei einem Videoprojekt dabei, was ich noch nicht verrate, was es ist. Und genau das ist dieses Videoprojekt. Also werdet gleich sehen, ob ihr hier einer dieser kleinen Dinosaurier seid. Und falls ihr hier gewinnt, dann gewinnt ihr einen 5 Euro Amazon-Gutschein. Also es gibt hier auch wirklich was zu gewinnen. Ich denke, so ein kleiner Anreiz ist ganz nice. Und ich bin mega gespannt. Ich würde sagen, wir lassen jetzt die Dinosaurier frei. Und dann geht das Ganze hier los. Der Deinonychus wird übernommen von Ella Gibb. Der Dilophosaurus geht an Dustin GG. Den Herrerasaurus übernimmt Violet Sand. Der Proceratosaurus wird übernommen von Thomas Gomille. Der Troodon geht an Julie Kay. Und zu guter Letzt der Velociraptor. Dieser geht an Jurassic Cat. So, der letzte Kandidat ist jetzt hier gerade gelandet. Und ihr seht schon, die sechs sehen wirklich winzig aus.
Also wenn man das vergleicht mit den Dinosauriern aus unserem Jurassic Battle Projekt, dann ist das echt heftig, ne? Weil die Arena scheint wirklich riesig zu sein, wenn die Kleinen hier drin sind. Und ihr wundert euch sicherlich, warum sie sich jetzt noch nicht angreifen. Das liegt daran, dass ich in den Sandkasteneinstellungen einfach die Kampfhäufigkeit hier noch auf aus habe. Das heißt, die kämpfen noch nicht gegeneinander. Die werde ich jetzt gleich aktivieren und dann geht der Kampf hier los. Ich möchte es natürlich am liebsten möglichst fair machen, dass die alle, ja, zum Beispiel hier die beiden stehen da ziemlich dicht aneinander. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die gegeneinander kämpfen. Aber das können wir eh nicht beeinflussen. Ich würde sagen, ich aktiviere das jetzt einfach und dann werden wir sehen, wer hier diesen Kampf gewinnen wird. Ich bin mega gespannt. Ist lange her, dass ich so kleine Dinosaurier gegeneinander kämpfen lassen habe. Natürlich machen wir das Ganze auf Maximum und dann würde ich schon fast sagen, gehen wir hier zurück und in den Aufnahmemodus und ich versuche das jetzt mal für euch im Aufnahmemodus so ein bisschen zu verfolgen. Dann bin ich sehr gespannt, wie dieser Kampf hier ausgeht. Wie gesagt, der Gewinner wird dann einen 5 € Amazon-Gutschein gewinnen hier. Ist zwar jetzt nicht mega krass, aber immerhin ein kleiner Anreiz hier zu gewinnen. Also ich denke, so eine Kleinigkeit ist schon ganz nice. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Es geht los. Ich versuche die Kamera so möglichst gut zu bewegen. Ist immer nicht ganz so einfach. Ich mache das Ganze mit dem Controller, damit es ein bisschen ja, geschmeidiger so vonstatten geht. Und wir sehen jetzt hier schon, jetzt wird hier gleich zweimal gekämpft. Da im Hintergrund seht ihr auch noch einen Fight zwischen den Procerato und dem Velo, glaube ich. Und hier vorne zwischen dem Deinonychus und dem Herrera. Also das ist jetzt echt schwer, hier alles gleichzeitig zu beobachten. Man sieht auch immer sehr, sehr schlecht, wer hier wen trifft und sowas. Aber der Deinonychus blutet, glaube ich, schon ziemlich doll. Ja, die beiden umkreisen sich jetzt. Da hinten wird auch schon fleißig gekämpft. Eieiei. Und der Herrera hat jetzt nochmal hart zugeschnappt. Und ich glaube, das war's jetzt. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Animation sehe von dem Herrera. Der Velo hat im Hintergrund auch schon wen getötet. Na, das ist natürlich jetzt schade, dass die alle gleichzeitig gegeneinander kämpfen. Okay, der Herrera hat sich durchgesetzt. Und der Velo hat sich gegen den Procerato durchgesetzt. Und hier sieht es so aus, als wenn der Dilo jetzt gerade den Troodon finisht. Eieiei, das geht hier wirklich Schlag auf Schlag, mega schnell. Das wird, glaube ich, ein sehr kurzes Video, aber gut, so ist das halt, ne? Die Kleinen scheinen da wirklich kurzen Prozess zu machen, wenn man überlegt, was bei den Großen immer so Phase ist, weil die ja, bekämpfen sich ja immer so teilweise 3, 4 Mal und gehen wieder auseinander und sowas. Also das ist schon echt krass, dass die sich jetzt hier so schnell platt machen. Okay, jetzt wird das Ganze jetzt zwischen den drei entschieden. Der Velociraptor auf der rechten Seite, hier der Dilophosaurus und da hinten der Herrera. Ich glaube, das sind auch die drei schwersten Kandidaten und größten von den 6 Kandidaten hier. Jetzt haben wir ja wieder das Prinzip, drei Dinosaurier und der sich jetzt raushält, der hat wahrscheinlich hier die größten Chancen zu gewinnen. Sieht mir fast danach aus, dass die beiden da hinten, wo gehen sie jetzt aufeinander zu? Oder was passiert hier? Kämpfen sie jetzt oder? Nee. Okay, sie gehen wieder auseinander. Aber die beiden kämpfen jetzt. Das ist ja jetzt völlig überraschend. Das ist natürlich sehr gut für den Velo. Der Herrera ist hier eindeutig der allergrößte von allen. Und der schnappt jetzt hier auch wieder ordentlich zu. Ich glaube, der ist auch hier der Stärkste. Der Dilo hat den Kopf unten. Und damit bringt der Herrerasaurus hier seinen zweiten Kontrahenten zu Boden und finisht hier den zweiten. Jetzt wird sich das Ganze entscheiden zwischen dem Velociraptor und dem Herrera. Der Herrera scheint aber auch noch nicht wirklich doll angeschlagen zu sein, weil der ist jetzt meiner Meinung nach noch nicht so blutüberströmt. Wie sieht es denn hier mit dem Velo aus? Aber der ist auch noch relativ fit, so wie es aussieht. Aber das mit der Kamera klappt, glaube ich, schon ganz gut. Also die kann man echt gut bewegen. Das finde ich ganz cool. Also mit Controller kann man das schon nice machen. So, die beiden. Zwischen denen wird sich's entscheiden. Wer wird hier das Leichtgewicht Battle Royale gewinnen? So, jetzt scheint es mir so, als wenn die beiden hier kämpfen wollen und aufeinander losgehen. Oh, das sieht gut aus. Bin jetzt mega gespannt. Also der Herrera scheint hier wirklich mit Abstand der dickste Brocken zu sein, sage ich mal. Und der schnappt hier auch wieder hart zu der. Ich glaube, der Velo hat hier absolut keine Chance. Hat jetzt hier zwei harte Treffer kassiert. Schlägt jetzt aber wieder, glaube ich, zurück. Ist immer super schwer einzuschätzen. Oh ja, jetzt bluten beide sehr stark. Das ist verdammt ausgeglichen hier. Und die beiden gehen auseinander. Okay. Die beiden scheinen hier wirklich mega, mega stark zu sein. Also
scheinen hier so die stärksten Leichtgewichte zu sein. Rennen sie jetzt schon wieder aufeinander zu oder was passiert jetzt hier? Der Velo scheint hier auf jeden Fall so ein bisschen rumzubölken. Okay, ich glaube, jetzt geht's hier weiter. Die beiden gehen wir aufeinander zu und sind beide aber noch am Bluten. Also das sieht man auf jeden Fall. Das wird jetzt hier super, super spannend werden. Ey, bei den kleinen Dinos ist das echt schwer zu erkennen, wer hier gerade wen beißt und wen. Na, ich glaube, der Velo hat jetzt zwei starke Treffer gelandet und der Herrera hat den Kopf unten. Ich glaube, der Velociraptor entscheidet hier gerade das Duell für sich. Ja, er springt auf den Herrera und rammt seine Krallen und seine Zähne in seinen Bauch und finisht ihn hier somit. Und damit hat sich der Velociraptor als der stärkste oder das stärkste Leichtgewicht hier durchgesetzt. Eigentlich wegrennt, Kleiner. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal eben wieder aus diesem Modus hier raus, dann können wir mal eben gucken, wer denn der Velo war. Das war Jurassic Cat, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen mit dem Velociraptor. Du hast einen 5€ Amazon-Gutschein gewonnen. Schreib auf jeden Fall mal einen Comment unter das Video, dann bekommst du deinen Preis. Und es war sehr, sehr knapp, Violet Sand. Hast auch 2 Kills, glaube ich, gemacht. Beim dritten hat es dann leider nicht mehr geklappt. Aber trotzdem war es ein sehr, sehr guter Versuch von dir. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr alle hier so fleißig mit teilgenommen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir ja nochmal mehr solche kleinen Zwischenkämpfe machen, wo ihr so ein paar Kleinigkeiten gewinnen könnt oder so. Das ist, glaube ich, ganz cool. Falls ihr bei meinem nächsten Video, wo ich noch nicht weiß, was es sein wird, mitmachen wollt, dann müsst ihr einmal wieder Hashtag BR unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann bei dem nächsten Video in dieser Art mit dabei. Und ansonsten würde ich sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Ostermontag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.